Lasst uns frei einig sein und werden. Grüß dich, Ralf. Grüß dich, Markus. Wir sind mal wieder am Landgericht. Heute ist der 4. Verhandlungstag im Fall Michael Ballweg. 6.11. Und heute gab es eine Zeugin, die verhört wurde oder die befragt wurde. Moment, ich muss einhaken, Markus. Es gab zwei Zeugen. Ach stimmt, den ersten haben wir schon vergessen. Aber der erste Zeuge, der war nur ganz kurz da. Und zwar war das der Steuerberater von Michael Ballweg. Und der hat dann das Recht genommen und hat die Aussage verweigert sozusagen. Ja, genau, er hat die Aussage verweigert. Er wurde von der Schweigepflicht entbunden durch Michael Ballweg. Ja. Und dann hat der Anwalt Samimi hat dann widersprochen. Aber ich glaube, er hatte direkt widersprochen, aber ich glaube, der hat beides geschickt, also dass er aussagen darf und dann hat er widersprochen. Genau. Ja. Also war ein bisschen. Also war das eine kurze Sache dann. Genau, der hat, das hat dann irgendwie 10 Minuten gedauert und dann war es schon zu Ende. Und er sollte dann noch, weil diese Sprechanlage nicht funktioniert hat, sollte dieser Steuerberater dann die nächste Zeugin dann selber draußen in den Saal rufen. Ja genau, und da hat er ja gesagt, dann hat er hier noch was Sinnvolles getan heute. Und da gab es, glaube ich, dann Gelächter, oder? Ja, es gab noch ein bisschen Schmunzeln von den Leuten, weil praktisch die Richterin ihn angestellt hatte für eine Sache, was eigentlich was angeht und nicht praktisch ein Zeuge, der da noch andere Leute reinrufen soll. Also war ein bisschen peinlich eigentlich, aber na gut. Ja gut, er wurde aber von einem Justizpolizisten reingeholt. Ja. Also genau, da durfte das Publikum noch lachen, aber dann verging den Zuhörern langsam das Lachen, oder? Ja. Also wie war dann die zweite Zeugin? Ja gut, das war ja eine von der Steuerfahndung, eine Dame, die ja dann praktisch zusammenarbeiten mit dem zuständigen Finanzamt von Michael Ballweg. Und da ging das dann hin und her. Sie wurde erst von der Vorsitzenden Richterin befragt. Und dann noch die vom Staatsanwalt und dann am Ende von den Verteidigern. Und von Michael dann ganz am Ende. Und von Michael noch am Ende, klar. Aber im Großen und Ganzen, es geht da darum, sie sollte ja praktisch jetzt vorbringen, was sie ihm vorwerfen, was die Steuerhinterziehung angeht. Und das war für mich, also die Dame wurde schon bei der Richterin, kam dann immer wieder entweder ich glaube, ich weiß nicht. Also sie hat zwar einen riesen Ordner auf dem Tisch liegen gehabt mit vielen Unterlagen, aber so richtig selber von sich aus konnte sie gar nichts vorbringen, wo es darum ging, praktisch ihm was nachzuweisen. Und ja, sie ist ja Teamleiterin und hat ein paar Mitarbeiter unter sich. Und sie hat dann immer, wenn sie befragt wurde, bei den meisten Sachen, sie hat dann halt immer ihre Sachbearbeiter, da waren zwei Namen, muss ich jetzt nicht nennen, immer wieder gesagt, das haben die gemacht, das hat er gemacht, das war eine Dame und ein Herr. Also sie hat sich da ein bisschen so aus der Verantwortung raus gewunden. Und das merkt natürlich jeder, das merken die Prozessbeobachter, das merken die Verteidiger, das merkt der Michael, dass das gar nicht, was sie da vorbringen sollte, gar nicht aussagekräftig ist, für mich, in meinen Augen halt. Ne? Und dann für mich war das, deswegen kam auch mal der Einwand vom Staatsanwalt, dass mal zwei Fragen nicht zugelassen wurden, auch von der Richterin nicht. Und der hat dann auch mal einen Einwand gegeben, dass das nicht sein sollte. Also dort merkt man wieder mal die gute Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und die Einflussnahme von den Zeugen. Es sind ja auch Fragen gekommen, ob die Dame von der Steuerfahndung, ob sie vorher schon Kontakt hatte mit der Staatsanwaltschaft. Das hat sie dann verneint. Und naja gut, damit muss sie selber klarkommen, was sie da von sich gibt. Also sie stand ja unter Eid. Und sie stand nicht unter Eid. Nicht unter Eid, okay. Aber ja gut. Ja, der Zeuge muss schon die Wahrheit sagen, aber wenn er vereidigt wird, dann werden, glaube ich, die Fragen nochmal protokolliert. Genau, also habe ich bislang noch nie erlebt. Ja, ja. Wenn man jetzt vergleicht, wir hatten davor schon den Steuerberater als Zeugen, den nehmen wir mal außen vor erstmal, aber wir hatten ja die letzten zwei Verhandlungstage die Polizisten aus dieser Ermittlungskommission gehört. Für mich klang es ein bisschen ähnlich. Ne? Also irgendwie so die Antworten waren eigentlich ähnlich. Genau.
von wegen, das hat meine Chefin oder mein Chef oder meine Mitarbeiter, die sind verantwortlich. Also irgendwie ist immer jemand anders verantwortlich oder man kann sich nicht mehr erinnern. Gut, das ist alles schon ein bisschen länger her, das kann man auch nachvollziehen. Und was ja heute noch kam, genau, es gab auch viele Fälle, die man bearbeiten muss. Da ist halt ein Michael Ballweg, klar, ist ein Fall unter vielen. Aber jetzt sagen wir, die Fragen, die man gestellt hat, kam da irgendwas raus? Oh. Kann man so ein wenig eine Ja, Bildzeitungsüberschrift generieren aus heute? wenn die Dame noch nicht mal wusste, die Frage kam von Michael, glaube ich, selber, ob sie weiß, was er eigentlich ist. Und dann kam ja das, dass er Unternehmer ist und wie lange er schon Unternehmer ist. Und das wusste die gar nicht. Also wenn sie genau Recherchen anstellen, dann bin ich über solche Sachen eigentlich informiert, als Zeugin, oder? Also. Ja, sie hat mal 2018, hat sie heute genannt, Ja, ne? genau, Aber er ist ja, 2018. wir wissen ja 1998, seit Ja, 1998 ist genau. Michael schon, hat schon sein Unternehmen. Und sie war ja wohl auch in Elternteilzeit zwischendurch mal und hat dann irgendwas übernommen. Ja. Also so die idealen Bedingungen, um voll durchzublicken. Also ich habe sie schon als recht kompetent eingeschätzt, aber. Nee, das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall, Also absolut nicht. ich schätze das so ein, aber ich glaube, dieses System, in dem sie arbeitet, macht auch jeden kompetenten Mitarbeiter zum, also Ja. ich meine das jetzt nicht persönlich, macht jeden Mitarbeiter Also zum Idioten. die Dame war so Mitte 30 und auch noch nicht so lange auf dem Posten dort. Ich glaube, was hatte sie gesagt? Seit 2017, glaube ich. Und dann ging es auch noch um ihren Vorgänger und um die Akte, die bei der Umsatzsteuer wurde ja aufgemacht und dann wegen fehlenden Beweises kurz danach schon wieder zugemacht. Und Ja, danach nicht wegen Beweisen, sondern Geringfügigkeit. Genau, Geringfügigkeit ich hatte ja praktisch, auch, ja. Da genau. ging es um Summen von 7.000 oder 8.000 Euro. Das ist die Ja, Geringfügigkeit. war die Rede von Merchandising-Artikeln und dann später kam halt die. Und sie wusste ja noch nicht mal den Unterschied Schenkung und Spende. Also sie hat immer beide Begriffe Genau, genannt. Also ich denke, weil sie sie. weiß den Unterschied schon, aber von wegen jetzt in dem Fall wollte sie es Ja, nicht so genau genau, zuordnen. ja. Und jetzt genau nochmal zur Umsatzsteuer, die werden ja quartalsweise im Nachhinein angemeldet. Und dann genau, dann ging es noch um die Einkommenssteuer. Und das Interessante war ja, man hat eben ermittelt und hat dann diesen Abgabezeitpunkt abgewartet. Aber den wusste sie auch nicht. Also das ist interessant, der ist ja nicht individuell, der gilt ja für alle. Nur Corona hat da einiges Genau, durcheinandergebracht. es verschoben worden, Termine dann, das Also hatte für ich statistisch gesehen. 2020 war Genau. dann der Termin am irgendwann, glaube ich, im August 2022. Und dann hängt es ja auch nochmal davon ab, ob man beraten wird oder nicht. Also wenn man beraten wird, hat man auch eine längere Frist. Ja. Aber diesen Termin wusste sie dann irgendwie nicht, interessanterweise. Ja, gut. Und sie hat ja schon die Akten auch studiert, aber irgendwie dann doch nicht alles. Das war ja auch bei den Zeugen davor. Die haben ja auch gesagt, das wissen wir, aber Ja, da gab es ja mal einen Termin. das wird immer auf andere Mitarbeiter dann abgewälzt, wenn dann gesagt wird von demjenigen Zeugen, kann ich mich nicht erinnern oder ich weiß es nicht, wie gesagt. Das ist, also wenn ich Zeuge wäre, muss ich mich anders vorbereiten und muss Daten liefern können, wenn Sie Michael Ballweg was vorwerfen wollen oder praktisch ihm zu Fall bringen wollen, dadurch mit Argumenten, mit Daten, eindeutigen Daten. Und das ist hier nicht der Fall, ganz klar. Heute ist uns wieder allen vor Augen geführt worden. Ich muss noch mal sagen, war super heute. Erstmal hat es sehr lange gedauert heute mit dem Einlass, weil mehr Leute da waren. Ich schätze mal so zwischen 70 und 80 heute. Also stetig mehr Also geworden. nahezu gefüllt. Genau, aber es war sehr gut besucht und zwischendurch gab es mal ein bisschen wegen der Ernsthaftigkeit. Unruhen. Ein bisschen Unruhen, eine Dame, da ging es um die Steuererklärung, weil sie hatte da wahrscheinlich auch ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht damit. Die hat dann mal laut gerufen, ist dann aber selber freiwillig aufgestanden und ist Ja, sie hat rausgegangen. gesagt, dann wird man halt vorveranlagt. Genau. Und ist dann selber aber Also rausgegangen. dann findet eine Steuerschätzung Und statt. die Vorsitzende Richterin nochmal bei, wo nochmal ein bisschen Unruhe war, hat dann gesagt, noch einmal und dann lässt sie den Saal räumen. Aber wie gesagt, dann hat er Michael nochmal angesprochen auf diese Zeugin. Angesprochen von der Vorsitzenden Richterin, die gesagt hat, es geht hier um die Ernsthaftigkeit dieses Verfahrens.
Und dann sollen wir uns auch danach halten. Und dann hat der Michael gesagt, so wie diese Zeugin jetzt sich gegeben hat, mit verschränkten Armen und so ein bisschen leger und locker, hat der Michael gesagt, dass sie auch etwas die Ernsthaftigkeit vermissen lässt, war sein Augenschein sozusagen. Ja. Warst du schon mal Zeuge? Ich selber war noch nicht Zeuge gewesen, nein. Nein. Also wie gesagt, ich glaube, sie hat sich ganz gut Also ich war schon geschlagen. bei vielen Verhandlungen Ja, ja. als Prozessbeobachter, aber Zeuge selber noch nicht. Und was meinst du, also jetzt haben wir so ein paar Beamten oder ob die jetzt Beamten sind, halt Staatsbedienstete gehört. Was meinst du, sind die alle so? Puh. Oder liegt Ich es ans, schätze mal, liegt's am System? ich schätze mal die meisten. Das ist, für mich ist das alles von der Politik gesteuert. Und ich sag ja schon lange, solange diese Gerichte, Staatsanwälte, Vorsitzende Richter oder auch, man kann auch auf die Medien zurückgreifen, solange die nicht neutral und wahrheitsgemäß und nicht weisungsgebunden agieren, dann wird sich hier in nächster Zeit nicht mehr viel oder nicht viel ändern. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Und das ist uns heute wieder vor Augen geführt worden. Und eigentlich war ich eingerichtet auf eine Zeit wieder, so wie beim letzten Mal, so bis 17 Uhr. Aber dann kam auch mal von der Richterin, die hatte dann mal gesagt, okay, an die Verteidiger gerichtet, wollen Sie noch Fragen stellen oder jetzt machen wir erstmal eine Ja, Mittagspause. ja. Und machen wir dann so ungefähr, hatte sie angedeutet von 12 bis 13 Uhr und auf einmal dann gab es keine Fragen mehr von den Verteidigern. Und auf einmal 11:55 sagt sie dann plötzlich, ja, und das war's dann für heute. Und ist für heute beendet. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Da Also war ich. jemand hat, glaube ich, behauptet, dass der Zeuge vom letzten Mal heute gesehen wurde. Also ich würde mal sagen, Ich der glaube, er Vorsitzende war es ein bisschen war es, zu glaube ich, viel. vorgesehen, und zwar der von der Kriminalpolizei. Genau, ich glaube, der Vorsitzenden war es dann doch ein bisschen zu viel. Also irgendwo hat es vielleicht auch mal die Kontrolle verloren. Also es waren alle mal ein bisschen verwirrt, ne? Ja. Ich meine, gut, die Zeugin musste die meiste Arbeit machen. Die Verteidiger können sich ja abwechseln, aber die Richter, die müssen ja auch alle zuhören. Ja, genau. Also von dem, ich glaube, sie waren alle ein bisschen Ja, angestrengt. aber mit meinen Augen, es hat es heute auch wieder gezeigt, es wird nur unnütz in die Länge gezogen. Wie das schon veranschlagt ist, die ganzen Termine, Gerichtstermine, Verhandlungstermine, das muss nicht so lange gehen. Also wenn man heute, hätte man schon reagieren können, hätte es weitergehen können bis 17 Uhr, wären wir schon einen Schritt weiter und nicht einfach sagen, jetzt Mittag, jetzt ist Schluss und wir sehen uns Dienstag wieder. Die wollen partout durchziehen, weil das sind ja alles Geldkosten dann auch. Ja, die auf Michael, wenn sollte er schuldig sein, die auf dann ihm zukommen, aber man muss ja immer von der Unschuld ausgehen. Und das hoffen wir auch alle. Und deswegen kann man nur hoffen, dass das die nächsten Verhandlungen, dass das etwas schneller geht und nicht erst bis ins nächste Jahr, was die eigentlich vorhaben, reingeht. Für mich ist das ein politischer Prozess und der muss dieses Jahr noch beendet werden. Und mit der Unschuld von Michael Ballweg. Ganz klar ist mein Statement dazu. Also ich habe ja heute mitprotokolliert, du hast ja auch nicht alles mitgeschrieben, oder? Ja, ich habe ein paar So. Stichpunkte habe ich mir aufgeschrieben, genau. Und wenn man mal durchgängig mitprotokolliert, was nahezu unmöglich ist, dann war ich auch froh, bin ich jetzt auch froh, dass es zu Ende ist. Genau. Also dann Ralf, vielen Dank für die Teilnahme am Interview und für Okay. deinen unermüdlichen Einsatz. Dann sehen wir uns nächsten Dienstag geht's Ich weiter. habe noch einen kleinen Zusatz. Ich hatte Ah, heute dann. mal von unserer Orga Welches unser Nummer hin? T-Shirt angezogen. Hinten stehen natürlich noch die anderen Losungen hinten drauf. Zeige ich nochmal. Ist ja bekannt, unser T-Shirt auch. Ja. Und das bei der ersten Kontrolle war ich noch so durch und bei der zweiten Kontrolle kamen sie auf mich zu und ich musste das dann nicht aus, sondern umdrehen. Das Okay. wäre politische Losungen wären das und das geht nicht. Und gut, ich habe es umgedreht und dann waren aber noch zwei Damen dort drin, die das gleiche T-Shirt anhatten wie der Michael mit Weltfrieden. Und die wurden am Ende der Verhandlung von der vorsitzenden Vorsitzende. Richterin vorgerufen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Ordnungswidrigkeit irgendwas bekommen. Strafbares getan haben durch das. Aber eigentlich wäre es ja eine Sache gewesen der Justizbeamten. Dann hätten die so gar nicht reinlassen dürfen. Das ist normalerweise Sache von denen dann. Nicht, dass die Richterin das dann sieht oder ist ihr gemeldet worden, keine Ahnung. Aber Da fragen wir mal nach, was da fragen wir passiert mal ist. nach. Genau. Okay, dann vielen Dank. Und noch eins noch, Noch einmal. ganz kurz. Der Ralf Ludwig hatte ja schon zweimal einen Antrag gestellt.
wegen den Ausweisen, dass die abgelichtet werden mit Handy. Ich habe ihm heute noch mal gefragt, weil heute war das gar kein Thema. Ich habe ihm gefragt, ich hätte ja gedacht, dass das heute schon nicht mehr passiert, aber es ist wieder passiert. Oder eine Beschwerde noch mal einleiten, dass das bald beendet wird. Ja, und am zweiten Verhandlungstag gab es doch einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin. Ja. Da wurde heute gar nichts erläutert. Null, also den null. Haben sie wohl vergessen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Es bleibt spannend, also wir alles sehen klar. Uns nächste Woche wieder. Danke dir. Ciao. Lass uns frei eins und werden.